Ihr wollt wissen, was ich mit dem schwarzen Rohr hier will? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So. Ich habe keine Ahnung. Aber wir wollen auf jeden Fall Dinge anschließen und wir wollen Dinge laufen lassen. Und wir wollen irgendwie gucken, wo brauchen wir denn überhaupt noch, also welche Geräte müssen noch wie verbunden werden? Hier zum Beispiel. Ja, wir wissen, wir haben ja zwei Sorten, die da rein müssen. Wassereimer und Stickstoffgas, aber auch Eisenplatten. Eisenplatten machen wir irgendwo da oben. Und das war nicht das Vorgesehene für die Eisenplatten. Da gingen die Dingens hoch. Das heißt, ich kann mal hier hochfliegen. Mit Eisenplatten habe ich doch, glaube ich, hier gemacht, oder? Bitte sag mir, dass du Eisenplatten machst. Nein! Du machst Draht. Natürlich machst du Draht. Aber ihr macht doch... Macht ihr Kupfer? Nein, ihr macht Eisen. Wo mache ich Eisenplatten? Das geht alles nach hier hinten, geht nach oben, hast du nicht gesehen? Da ist alles Kupfer. Woraus mache ich die Eisenplatten? Hier mache ich verstärkte Eisenplatten. Hier mache ich Eisenplatten. Aus Stahl mache ich Eisenplatten, ist ja easy. So, Eisenplatten gehen dann darüber. Und dann darüber. Und sind hier am Ende. Wie sieht das aus? Da kann ich die aber nicht einfach nur runterlassen. Weil dann komme ich irgendwo hier in die Maschinen rein. Das ist doof. Das heißt, ich muss die... Nein, das wäre ja eigentlich das Cleverste, wenn ich die da vorne hinbringe, wo das andere auch schon runterkommt. Aber dann... anderen Seite liegen lasse. Gucken wir nochmal eben. Müssten wir... Ist ja gut. So, also im Idealfall lasse ich die Eisenplatten. Entweder mache ich die dahinter und gehe runter oder ich mache die hier neben und gehe runter. Und ich glaube, auch wenn das vom Anschließen her bescheuert ist, gefällt mir die Variante mehr. Wahrscheinlich mache ich mir jetzt so einen Knoten hier rein, aber das macht ja nichts. So, und da ist bitte Input. Und ganz wichtig, da ist andere Musik. So, und ich könnte den Spaß jetzt hier lang leiten, aber ich glaube, ich leite den einen weiter. Was jetzt natürlich zwei geworden sind, ne? Das ist vollkommen... Einmal dahin. So. Dann kommst du mit. Bis... Wir machen das genau auf diese Linie, drehen den, zack, zack, okay, wir gehen genau hier hin. Da wollte ich es auch unbedingt haben. Das war genau das, was ich mir vorgestellt habe. Oder tatsächlich genau das, was ich mir vorgestellt habe. Okay, damit wären Eisenplatten schon mal da vorne. Jetzt muss ich hier runter, irgendwie hier zwischendurch. Hier nicht fallen, sondern bis da vorne kommen. Uiuiui, das ist knapp. Das ist arschknapp. Uiuiuiui, macht nichts. Können wir trotzdem direkt daneben setzen. Ich hätten wir gerne untergehend. Nee. Ja, zeigt es richtig an. Und da ist keiner dran. Okay. Das haben wir. Jetzt können wir dich nehmen.
hier unten neben setzen. Und dann geht's von da aus. Dahin. Und hier hätten wir den Eingang direkt. Und reicht das? Ja, das reicht. Könnte sogar nach oben packen, aber wollen wir nicht. Perfekt. Das haben wir. Jetzt sollte ich sollte mir langsam Gedanken machen, wie ich denn Stickstoff hier runter bekomme. Wie viel Stickstoff brauche ich eigentlich? Sechs Stück und der letzte ist wahrscheinlich untertaktet, ne? Komm, sag mir, dass du untertaktet bist. Nein. 6 mal 120. Wenn ich das richtige mathematische Zeichen nehme, komme ich auf das da. 720. Das heißt, ich brauche eine. Ach, ist doch scheiße. Uiuiui. Schließen wir es oben oder unten an? Was nehmen wir überhaupt? Ja, das ist gut. Also, das untere kann auch so bleiben. So. Du. Dich haben wir. Hier haben wir den Spaß. Ich anschließen 720. Ich bin auch shit. Eieieiei. Ich weiß, da wäre eigentlich noch was, aber da ist was anderes im Weg, also ist egal. So. Dann haben wir jetzt das Ganze hier 4 hoch, ne? Eins, zwei, drei, vier. 5, 6. So. Jetzt machen wir von hier aus. Also da einigen wir uns drauf, dass wir das Wasser direkt von da leiten. Das heißt, wir packen den da drauf und den da drauf und dann kommen wir hier oben drüber. Easy Snack. Schnappen uns dieses Rohr. Müssen uns sowieso noch überlegen, wie wir dann hinzufüttern. Weil wir brauchen ja noch kein... Weiteres. Das wir hier unten haben, das war ja nur für, wir müssen ja noch ein zweites legen. Wir leiten übrigens das Wasser. Steigt auch noch ein bisschen. Die Idee ist so dämlich. Ich muss den rausnehmen. Okay, ich mache das nochmal neu. Den rausnehmen und den rausnehmen. Wenn das stimmt hier und dann so. Und dann noch einen oben drauf für die Extraleitung. Das heißt, du kommst nicht von da, sondern von da. Okay, da oben ist das andere, da unten wäre Wasseranschluss. Lassen wir auch direkt so. Wir machen in der Zwischenzeit aber einmal diesen Kollegen und diesen Kollegen schon mal voraussichtlich. Jetzt haben wir nur das Problem, dass der genau durch dieses Band läuft.
das scheißegal ist, weil das reißt doch nachher eh ab. Das ist sowieso nur ein Hilfsding. Oder? Wie sieht's denn aus? Ach nee, das kann ich jetzt gar nicht sehen. So, jetzt müssen wir mit dem ganzen Shit hier rüberkommen. Und hoffen, dass wir irgendwie... Ja, aber dieses. So schlimm sieht es gar nicht aus. Ist die hier runter oder hier hoch? Ich will dich nicht. Okay, dann machen wir anders. Wir haben. Das ist unsere Linie. Da wollen wir hin. Zack. Zack. Eins, zwei. Ist der dritte. Und wir setzen noch einen oben drüber für den anderen. Da müssen wir nur überlegen, ob wir den vielleicht dann da kriegen. Ja, schauen wir mal. So, das ist jetzt unsere Höhe, mit der wir arbeiten müssen. Das geht natürlich genau mittendurch, das ignorieren wir jetzt. Wunderbar. Wie kriegen wir jetzt das Swan hier rüber? Wir könnten das schon mal nach oben setzen. Moment, erstmal machen wir das. So, das ist mein oberes. Dann nehmen wir dich. Das ist ja jetzt mein. Drei Räume überlappen, der Boden ist zu steil. Nimm mal alle Meldungen mit, du kannst. Wieso doof? So rum hätte ich dich gerne. Wieso da noch einen rüber? Perfekt. Ja, geht ein bisschen steil hoch. Drauf geschießen. So, wir setzen dich. Entschuldigt, diese Ausdrucksweise ist nicht gültig. Hier ist ungültiges Ziel, ungültiges Ziel. Dann hängen wir dich rein. So, du kommst nämlich. Kommst du dorthin oder ich lieber in. Nee, das geht in den Kasten. Richtig. So, dahin hätte ich gern die zweite Leitung. Die ziehen wir. So. Dich nehmen wir weg. Holen dich von da oben runter. Und packen dich. Direkt da dran. Dann machen wir den ganzen Spaß einmal auf Standard für Rohre. Dann brauche ich nicht jedes Mal hier hingehen. Ja, ich weiß, das wäre längst überfällig gewesen. So. Jetzt gehen wir hier hoch. Suchen uns die Stelle, wo das ganze Zeug ankommt. Und überlegen uns, wie wir den Kram da runterkriegen. Dort. Wir hätten das da an der Seite. Ist das eigentlich aller Stickstoff? Ich glaube, ich habe das doch so umgelegt, dass das jetzt auch passt, ne? Genau, das Öl geht auf die Seite rüber, das Stickstoff kommt hier hin. Das hatten wir mal gemacht. Da habe ich mal was Sinnvolles getan. Passiert auch nicht so häufig. So, wir hätten jetzt die Möglichkeit... Was ist... Wie kriege ich das hin? Ich weiß nicht, warum ich hier die Dinger nicht mehr draufstellen kann. Da hat es ja offensichtlich geklappt. Oder war das im Inneren, geht das nicht? Ich ist ja... Ah, da kriege ich es hin. Manchmal. So. Oh, vielleicht funktioniert es, wenn ich hier entsprechend... Ja. Nee. Ja. Ist klar, ich muss auf die untere Strebe gucken, damit ich das hier oben hinkriege.
vollkommen logisch. Ich habe mal eine Frage. Ein individuelles Feld hier. Ihr versteht mich? Ich vermute, ihr versteht mich. Machen wir mal so. So, jetzt hätte ich die Möglichkeit, hier den hinzusetzen, der natürlich ein Ticken kürzer ist, weil der steht oben drauf und der steht unten drauf. Macht nichts. Jetzt könnte ich dieses schwarze Rohr, das eigentlich grau sein sollte. Den hier setzen. Das heißt, ich kriege hier nochmal auf jeden Fall 300 runter, wenn ich es will. Und wenn dieses dämliche Ding jetzt mal grau wäre. Ja, bitte. Einmal grau, zweimal grau. Und nochmal grau. So, wenn ich jetzt bearbeiten. Farbe auswählen. Hast du es jetzt kapiert? Wenn ich jetzt mein. Gehen wir eben aus. Mir kann das scheißegal, wie es aussieht. Wie sah das so aus? Denk mir meinen Teil. So. Von hier an wollen wir aber eine 300er Leitung laufen lassen. Und zwar soll die dorthin. Und da bitte mittig. Perfekt. Das ist scheiße so. Customizer bearbeiten. Muss ich vielleicht einmal auf Black gehen? Farbe auswählen. Dann die 300er Leitung. Schwarz. Das macht ja auch Sinn. Jetzt bearbeiten wir dieses Feld und sagen wieder hier 10-0, 10-0, 10-0. Hopp. Gehen hier runter und sagen 10-0, 10-0, 10-0. Nein, sagen erst alles 10-0, 10-0, 10-0. Farbe auswählen. Klicken. Danke. Nicht jetzt. Danke. So, und dann das nächste Rohrsegment. So. Wie weit ist zu weit? Ja, ist gut. Bam. Ach, leck mich. Anderes habe ich nicht in Schwarz. Egal. Da muss ich nachher noch mal hin. Das mache ich aber ohne euch, weil ist ja purer Schwachsinn. Ja. So, weiter runter. Zu weit runter. Etwas höher. Cool. Das ist gerade eben. Warum auch immer, Kollege. Ich habe gerade keine Ahnung. Da. Wie
soweit ich es noch habe. Doch, habe ich. Dann mache ich das eben doch mit euch. Komm. Nein, mache ich nicht. Aber ab da ist es wieder grau. Okay. Das heißt aber auch, die 300er Leitung, weil wir ja sowieso nicht mehr brauchen, wird da angeschlossen. Und dort angeschlossen. Wir hätten gerne die Farbe. Warum geht das nicht mehr? Ist das jetzt ein Bug, den nur ich habe? Ist das ein Bug, den andere auch haben? So. 120 gehen hier weg. Ich ziehe das jetzt bewusst so durch, damit das auch alles schön gleichmäßig ist. Jetzt haben wir 240 weg. Ab hier haben wir 360 weg. Das heißt, hier haben wir 360 weg. Ich würde ab hier zufüttern, indem ich sage, von hinten da dran, du gehst dorthin, 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 ihr beiden zusammen, du dahin, du dahin, dort und du dort. Wunderbar. So, was sagt unsere Zeit? 21 Minuten. Ja. Lasse ich die Folge jetzt so kurz oder fange ich noch was anderes an? Oder ich kann ja auch zusammen schon mal ein bisschen hier die Verkabelung. Ist ja sowieso noch ein Thema, was ansteht. Hier vorne wäre unser Anschlusspunkt. Ist das auch schön gemacht. Wunderbar. Das heißt, auf dieser Höhe würde ich gerne auch hingehen und sagen, Spezial. Mein Hirn funktioniert. Es hat beides mit S angefangen. So, dahin. Ich habe hoffentlich hier die Seite offen gelassen. Habe ich. Sehr schön. So, und jetzt brauchen wir 6 Stück, die wir anschließen. Ne? Mal wieder. Das heißt, mache ich das denn jetzt? Oder setze ich den hier oben durch? Was ist, wenn ich den da oben hinsetze? Dahin. Natürlich genau durch den Teil. Egal, wir können es hier rüberziehen. Dann ziehen wir das von dort. Das wäre schlecht. Ziehen wir hier hin. So, von da aus gehen wir hier hin, machen ein Update auf den und fangen an, den Spaß zu verteilen. Und zwar sagen wir, du, mein Lieber, bist der Erste. Du hier bist Nummer 2. Nummer 3. Nummer 4. Nummer 5. Und Nummer 6. So, da gehen wir runter. Da sagen wir weg damit. Hier rein. So, wie war das jetzt neben dem Strich? Geht's los. Also von da aus. Neben dem Strich ist da, ne? Jetzt ziehen wir das also dorthin. Passt das? Ja. Dann kommst du von da aus mit. Gehst du. Da, da
dahin. Kommst. Hier hin. Gehst von hier aus weiter. Das machen. Wir setzen dich dahin. Du kommst mit und gehst. Dorthin. Gehst dann auf diesen Kollegen. Das heißt, der ist da vorne unser allererster. Heißt Salpetersäure und ist an. Das heißt, da unten kriegt er jetzt auch was ab. Der hätte dort eine maximale Dingens von 450, die da ankehren. Er wird maximal 450 nehmen. Sehr gut. Ja. Muss ich mir jetzt nur noch ein Schlankmeld überlegen, wa? Was ist eigentlich? Okay. Auf die Kante springen ist eine doofe Idee. Haben wir ausprobiert, machen wir nie wieder. Sag mal so, haben wir keinen Stress. Übrigens danke an Axel Stein für diesen grandiosen Spruch. Sag mal so, haben wir keinen Stress. Das war, also wer ihn nicht kennt, Die Goldfische. Herrlich deutsche Komödie. Politisch eigentlich ziemlich korrekt gehalten, würde ich behaupten. Aber ja, macht Spaß zu gucken und es ist was Feines. So, du bist auch voll wunderbar. Bist du voll wunderbar? Easy. Ja. Dann. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Damit macht es gut. Tschüss.